Ja, herzlich willkommen, liebe 96TV-Zuschauer, und ich freue mich sehr. Am sechsten Tag in Belek ist der Hotaru bei mir. Grüß dich, Hotaru. Hallo. Hallo. Du sprichst schon ein bisschen Deutsch, das haben wir in der Pressekonferenz schon gehört. Nein, wirklich nur das, was ich damals gesprochen habe. Aber das kommt bestimmt mit den Tagen. Du bist jetzt über eine Woche bei 96. Wie gefällt es dir hier eigentlich in Hannover, beziehungsweise hier in Belek? ハノーファー野球場1週間ぐらいも過ごしてるわけですけども、どうですか、チームあるいはこのベレキの状況はどう感じてますか。まあキャンプの場所としてはすごくいいと思いますし、あのまあチームにもあの少しずつですけど、あの馴染んでいってるかなとは思います。 Ja, ich finde hier diesen Ort super als Trainingslagerort und auch an die Mannschaft gewöhne ich mich langsam, aber sicher. Als du für Osaka gespielt hast, habt ihr da auch Trainingslager gemacht und wo waren die, wenn? Osaka de Pre されてた時も合宿みたいなものあったんですか？で、どこでキャンプしたんですか？シーズンの開幕前にはいつも宮崎で合宿はあります。2週間ちょっとぐらい。Vor Saisonbeginn hatten wir auf jeden Fall immer ein Trainingslager, und zwar in Miyazaki, so ungefähr 2 Wochen immer. Kannst du das Training in Japan mit dem Training in Deutschland vergleichen? Ja, Ich denke, das Training in Japan ist noch ein bisschen vielfältiger. Gerade im Trainingslager ist es auch ein bisschen länger und da macht man eben viele unterschiedliche Dinge. Gestern hast du dein erstes Testspiel, dein erstes Spiel, dein Debüt für Hannover 96 gegeben. Wie hast du das erlebt? Kino Hannover, den Debüt sehr, ne? Konna Seite, okay, das genau. Doyu, Inshou, Doyuka, Kanso. Ma, chotto enryou shita bubun mo sukunakarazu atta kamoshirenai nde, motto dekita to wa omoimasu. Ich denke, dass ich da vielleicht zu zurückhaltend gewesen bin, dass ich eigentlich noch mehr können müsste. Da freuen wir uns drauf, dass du dich steigern möchtest. Wie erlebst du denn deine Mitspieler hier bei 96? それでは楽しみにしてますね。で、チームメイトについて一言どうぞ。いや、あのみんな優しくしてくれますし、はい、まあヒロキがいるんで、あの何かこうヒロキを通じて会話することっていうのもあるので、はい、すごくいいチームメイトだと。Ja, sind alle sehr freundlich und zum Glück habe ich ja den Hiroki, der mir dann bei der Kommunikation mit meinen Kollegen hilft. Gibt es auch ein paar Spaßvögel dabei? Ja, der Marcelo, der ist ja sehr, sehr gesprächsfreudig und macht also ist immer für den Spaß gut. Dann letzte Frage schon. Wie groß ist deine Vorfreude auf dein erstes Bundesligaspiel? Vielleicht ja schon gegen Darmstadt? あの最初のBundesligaね、公式戦のデビューに対する意気込みというか、どうですか。もしかしたらDarmstadtに戦でどうでしょう。まあそこでデビューできればいいですけど、まあ自分の力を見せるには、まあまだ1週間ですし、まあどこでチャンスが転がってくるかわかんないんで。 Ja, es wäre natürlich schön, wenn ich da schon auflaufen könnte, aber ich denke, dass ich erst, ne, ich bin erst eine Woche hier und habe noch nicht all mein Können gezeigt. Ich müsste mich noch ein bisschen mehr anstrengen vielleicht, und aber mein Ziel ist natürlich so früh wie möglich jetzt in die Startelf zu kommen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, Hotaru. Und wir wünschen dir noch ein super Trainingslager. Und Junpei, herzlichen Dank für die tolle Übersetzung. Danke. Danke. Alles Gute.